Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Heute gibt es meinen für mich persönlichen XXX-Lesemonat und zwar sind es 10 Bücher geworden. Eins habe ich abgebrochen. Genau, und ich denke, wir starten am besten gleich durch. Ich habe diesmal sogar eine chronologische Reihenfolge, also abgesehen vom abgebrochenen Buch, das werde ich euch ganz zum Ende zeigen. Und zwar habe ich als erstes gelesen Alice, Finsternis im Wunderland. Das Buch ging ja also gerade im Bookstagram ziemlich viral. Ich habe mich da auch schon sehr, sehr lange drauf gefreut, weil Lena ja so geschwärmt hat davon. Und als ich dann gesehen habe, dass es die eben jetzt in Deutsch oder dass sie jetzt endlich auf Deutsch übersetzt werden, habe ich mich riesig gefreut. Ja, es ist was, was ich sonst nicht lesen würde. Wobei ich schon sagen muss, mich interessiert schon, wie es weitergeht. Es ist schon sehr blutrünstig und speziell. Es geht darum, dass Alice nicht ins Wunderland kommt, sondern sie sitzt im Hospital seit 10 Jahren und hat durch ein Mauseloch Kontakt zu ihrem Zellnachbar. Und zwar ist das, na, wie hieß er denn nun? Axtmörder Hatcher ist ihr Zellengenosse. Und als ein Brand ausbricht, fliehen die beiden. Und sie wird aber immer wieder gequält von Albträumen über den Mann mit den Kaninchenohren. Und es, also der Schreibstil ist super. Man fliegt durch die Seiten. Natürlich ist das ein oder andere sehr abschreckend. Es gibt Szenen oder beziehungsweise es wird dauerhaft zum Begleiter, dass ja, die Frauen in dieser Welt nicht besonders viel wert sind. Aber es gibt auch immer wieder so kleine positive Aspekte, die man sich, denke ich, bewusst vor Augen halten muss. Und für mich war es eine, naja, schön kann man in dem Sinn nicht sagen. Ich habe es gern gelesen, auch wenn das Thema nicht gut ist. Genau, und das war ein Rezensionsexemplar aus dem Pellingham, beziehungsweise aus dem Blau-Vallée Verlag. Ich sage Blau-Vallée, ich weiß nicht, wie man es richtig sagt. Ich denke, er ist französisch. Bilde ich mir jedenfalls ein. Dann habe ich als nächstes beendet Die Schattenschwester. Das habe ich mehr oder weniger gemeinsam mit Lena gelesen. Und ich habe mich so wohl gefühlt direkt wieder in dieser Reihe. Ich war so froh, dass ich es angefangen habe zu lesen. Ich lese gerade auch Die Perlenschwester. Das ist der Folgeband hierzu. Und Lucinda Riley schreibt halt einfach Wohlfühlbücher. In den 7 Schwestern geht es um 6 Schwestern, die adoptiert worden und am Genfer See aufwachsen. Und als der Adoptivvater stirbt, hinterlässt er ihn quasi, also jeder der Frauen, man kann ja schon nicht mehr Mädchen sagen, jeder seiner Töchter eben einen Brief und auch Koordinaten, wo sie quasi herkommen, denn sie kommen von überall auf der Welt. Und damit können sie quasi auf die Suche nach ihrer Vergangenheit gehen. Man erfährt halt auch, wie jede selber mit dem Verlust des Vaters umgeht, was ich sehr gut finde. Und ich finde es faszinierend, wie Lucinda Riley es schafft, diese Geschichten miteinander zu verknüpfen. Denn es ist immer so, dass quasi ein Teil in der Zukunft oder halt in der Gegenwart spielt. Es handelt sich dann um die jeweilige Tochter und um einen Vergangenheitspart, der quasi die Geschichte der Tochter erklärt. Die spielen meistens so um 1900 rum oder fangen dort an und es sind immer Fakten mit dabei. Also es geht zum Beispiel einmal um die Jesus-Statue in Rio de Janeiro, die mit einem Netz aus Draht, an denen Specksteine befestigt sind, überzogen wird. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und dann habe ich das gegoogelt, weil ich mir dachte, mit Speckstein in Rio de Janeiro, also nee, das kann doch nicht stimmen. Stimmt. Und es ist halt wirklich immer so, dass sie sich auf diese Fakten der Historie, ja, dass es aufbaut und dass sie halt auch immer stimmen. Und das finde ich immer faszinierend und auch eine großartige Meisterleistung, das miteinander zu verknüpfen. Deswegen war das hier natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Monat, wenn nicht sogar ein Jahreshighlight. So, dann habe ich als nächstes gelesen Den Frostfluch. Das ist Band 2 der Mythos Academy. Hier geht es um Gwen. Und Gwen ist eine Gypsy.
Heißt, sie hat quasi eine Gabe, und zwar hat sie die Berührungsmagie. Wenn sie also jemanden oder etwas anfasst, dann sieht sie Dinge, die der andere gespürt hat. Oder eben, also wenn sie einen Menschen anfasst, dann kann sie quasi seine Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle durchleben. Und wenn sie zum Beispiel in der Bibliothek ein Buch in die Hand nimmt, dann spürt sie das, was die Menschen gespürt haben, als sie das Buch angefasst haben. Und als ihre Mutter bei einem Autounfall stirbt, muss sie auf die Mythos Academy gehen, weil ihre Oma, die auch eine Gypsy-Gabe hat, und zwar kann sie so Visionen empfangen, nicht alleine auf sie aufpassen kann. Denn es gibt leider nicht nur Gypsies draußen in dieser Welt, sondern auch Spartaner und Amazonen und ja, ziemlich mythische Wesen einfach. Und genau, das war Band 2 und ich mochte den wirklich gerne. Ich fand ihn am Anfang etwas zäh, denn die ersten 3, 4 Kapitel hätte man locker überspringen können, denn das war eine stupide Wiederholung und Zusammenfassung dessen, was im ersten Band passiert ist. Dadurch, dass ich Band 1, ich glaube, im Januar gelesen habe oder im Februar, war das für mich halt nicht so notwendig, denn er war noch relativ frisch. Wenn zwischen Band 1 und 2 vielleicht ein Jahr liegt, dann ist es vielleicht ganz gut. Dann habe ich als nächstes beendet, und zwar City of Elements. Hier geht es um Kia oder Kiana, die Tochter zweier Elementträger ist, was verboten ist, denn man darf quasi nur von einem Elementträger abstammen. Die dürfen sich untereinander nicht mischen. Und deshalb wird sie von ihrem Eventi entführt. Eventi sind quasi die Beschützer der Elementarträger, um sie ja, vor den anderen, die sie jagen, zu beschützen. Und sie stolpert in einen Strudel aus Intrigen und Lügen und in eine Stadt, die strikt unterteilt ist nach Elementen. Also es gibt quasi Wasser, Luft, Erde und Feuer. Und die Elementarträger dürfen untereinander nicht in die anderen Stadtteile eindringen. Wirklich cool geschrieben. Ich fand auch das Setting wirklich gut. Allerdings war es mir zeitweise etwas zu langatmig und es hätte etwas schneller vorangehen können. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Band 2 müsste jetzt Ende Mai erscheinen. Und genau, ich freue mich drauf, weiterzulesen. So, dann habe ich gelesen Throne of Glass, Erbin des Feuers. Irgendwie habe ich das Gefühl, in jedem meiner Videos halte ich ein Throne of Glass Buch hoch, weil ich halt gerade diese Reihe lese und diese Reihe hat halt 7 Bände plus ein Zusatzband. Ich fand es gut. Ich finde, die Bücher werden tatsächlich immer besser. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es weitergeht. Ich verlinke euch hier oben unterm i mal meinen Lesemonat vom letzten Monat. Der erkläre ich nämlich, um was es geht. Ich will euch damit ja auch nicht langweilen. Dann habe ich gehört und zum Teil auch gelesen Lovely Curse, Erbin der Finsternis. Tja. Also, ich mochte Kiras Schreibstil sehr, sehr gerne. Man fliegt gut durch die Seiten, beziehungsweise man fliegt so durchs Hörbuch durch. Das lässt sich locker hören. Und um was es geht, ist, Aria muss zu ihrer Tante auf eine Ranch in Texas ziehen, weil ihre Eltern bei einem Autounfall sterben. Und eines Nachts wacht sie auf und hat weiße Haare. Und sie ist sowieso schon in dieser neuen Texas-Schule nicht so beliebt. Und als sie dann plötzlich auch noch weiße Haare hat, natürlich noch weniger. Ja, es fällt mir schwer, dieses Buch zu bewerten, weil ich den Schreibstil wirklich gerne mochte. Aber es ist halt eine verlängerte Einleitung. Der letzte Rest des Buchs war sehr spannend, sehr aufregend. Ja, und ich hadere gerade noch mit mir, ob ich Band 2 lesen soll. Wenn ihr Band 2 gelesen habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie es weitergeht. Also nicht spoilern, aber ob es sich lohnt, weiterzulesen. Dann habe ich gelesen Frostherz. Das ist der dritte Band der Mythos Academy und bisher wirklich auch mein Liebster. Vorne waren die. War die Einleitung auch nicht wieder so schlimm, sondern man ist direkt in die Geschichte gestartet. Es ging direkt spannend los. Es ging,
Ja, war durchs Buch hinweg spannend. Gwen deckt einige Geheimnisse auf. Und ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt weiterlesen und möchte wissen, wie es weitergeht. Es gibt jetzt zum Glück noch drei, die stehen hier hinter mir. Und ich freue mich schon riesig drauf. Neon Birds von Marie Grashoff. Dieses Buch haben mir so viele Leute empfohlen und so viele haben davon vorgeschwärmt. Unter anderem auch Leni von Lenis Lesestunden, die hat mir das Buch sehr ans Herz gelegt. Und wenn ihr mein Neuzugänge XXL-Video vom letzten Monat gesehen habt, wisst ihr, dass ich es quasi in Leipzig gekauft habe und mir es auch signieren hab lassen von Marie, weil sie eben da eine Signierstunde hatte. Und ja, als ich es dann zu Hause in Händen hielt, habe ich immer wieder überlegt, lese ich es nicht, was mache ich, was tue ich. Denn es ist ein Roman, ein Sci-Fi angehauchter Roman, so würde ich das jetzt mal nennen. Denn wir schreiben das Jahr 2101 und ein Virus ist ausgebrochen, ein technischer Virus, der sich über Nanobots ausgebreitet hat anfangs und die Menschen zu Cyborgs werden lässt, die keine Emotionen mehr empfinden und das Leben auf der Erde bedrohen. Soweit so gut. Aber ich hatte bis dahin in diese Richtung noch überhaupt nichts gelesen und hatte wirklich Befürchtungen, dass ich es nicht nachvollziehen, nicht verstehen, nicht in die Geschichte reinkommen würde. Und als ich dann gesehen habe, dass eine Freundin das liest, habe ich gesagt, ha, kann ich bitte mitlesen, weil dann traue ich mich wenigstens an dieses Buch ran. Und was soll ich sagen? Es ist ein Jahreshighlight für mich. Definitiv ein Jahreshighlight und ich kann nicht abwarten, bis Band 2 Ende des Monats endlich erscheint. Denn Marie hat es geschafft, in einer sehr, sehr leichten Sprache diese Welt zu erklären, die Gefühle der Protagonisten zu erklären und auch trotz vier unterschiedlicher Sichtweisen das so klar zu beschreiben, dass man sofort in der Geschichte war und es trotzdem immer noch so ein bisschen, oh, ich muss weiterlesen, ich muss wissen, wie es weitergeht, denn man weiß am Anfang nicht viel. Es gibt immer mal wieder so Fallakten. Ich suche euch mal gerade so ein bisschen die erste raus, die so aussehen. Ich habe hier mit Absicht ein bisschen was zu. Und man weiß am Anfang gar nicht so, hä, was ist damit gemeint? Und es wird alles im Laufe des Buches aufgeklärt. Also es ist wirklich durchweg spannend. Und ja, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr Lust habt, was Neues auszuprobieren, lest dieses Buch. Lest es. Dann habe ich passend zum Monatsschnitt gestern Abend, also naja gut, heute ist der 1. Mai, wenn ich dieses Video drehe, wenn ihr es seht, ist es wahrscheinlich irgendwann später verwirrend. Also am 30. April habe ich abends dieses Buch hier noch beendet als Hörbuch. Das ist Teil 2 und Ende der Dilogie der Silberschwingen. Und ganz großartig, es wird noch eine Sage eingearbeitet, die ich ganz, ganz toll finde, die sehr mythisch ist. Und wenn ihr gerne Bücher zum Thema Engelswesen lest, dann ist das hier definitiv eine Empfehlung. Denn hier geht es um Silberschwingen, die von den Menschen oft auch als Engel betitelt werden. Sie selber nennen sich aber eben Silberschwingen. Und Thorn, die sich bewusst ist, adoptiert zu sein, wächst in einer ganz normalen Familie auf und plötzlich kurz vor ihrem 16. Geburtstag kriegt sie unglaubliche Rückenschmerzen und eine Gruppe ihrer Mitschüler hat plötzlich riesige, große, silberne Schwingen und sie denkt, sie wird krank, Gaga im Kopf oder was auch immer. Ich fand es wirklich gut. Ich mochte die Reihe gerne. Ich mochte auch Emily Bowles Schreibstil sehr, sehr gerne. So, nun kommen wir leider zu dem Buch, das ich abgebrochen habe. Und zwar Tausendmal schon von Mara Wolf. Ich kann euch nicht sagen, wie gerne ich dieses Buch gemocht hätte. Ich liebe Mara Wolfs Schreibstil und ich mag sie auch als Person sehr gerne. Ich vergöttere die Federleicht-Reihe, wie vielleicht mittlerweile jedem hier klar sein müsste. Aber, also dieses Buch hat 430 Seiten, aber nur 11 Kapitel. Heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie lang diese Kapitel ungefähr sind und wie
unzufrieden, dass jemand macht, zu einem Punkt zu kommen und zu sagen, okay, hier kann ich aufhören, die Kapitel aber teilweise 120 Seiten lang sind. Also man hat so das Gefühl, man kommt nicht voran, man tritt an der Stelle. Das hat mich sehr traurig gemacht irgendwie. Also das hat mich irgendwie halt ja unzufrieden gestimmt. Worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um Sascha, die weiß, dass die Seelen des Menschen immer wieder geboren werden und es gibt unterschiedliche Arten von Seelen. Das ist hier vorne in dem Buch wirklich alles sehr gut erklärt und ich könnte das so nie wiedergeben. Es gibt Seelen, die wissen nicht, dass sie nochmal geboren werden, aber eben Sascha gehört zu den Menschen, die das weiß, denn sie ist eine Seelenmagierin. Und ich lese mal ganz kurz vor: Seelenmagierin leben und sterben wie Menschen, können aber beliebig durch Zeit und Ort springen und sind verantwortlich für den Schutz der Ursprungsseele. Jede Seelenmagierin hat aber selber die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie denn in dem Seelenbuch, das jede Seelenmagierin führt, lesen möchte und sich dieser Berufung hingeben möchte oder nicht. Also Sascha möchte die ihre Seelenmagie nicht annehmen, denn sie möchte niemanden durch die Magie in Gefahr bringen. Und für mich war halt sehr schnell klar, was in dem Buch weiterhin passieren wird. Es war sehr offensichtlich für mich jedenfalls. Vielleicht einfach auch, weil ich viel zu viele Bücher lese. Das kann natürlich auch sein. Hinzu kamen eben die langen Kapitel, dieses Gefühl, man tritt auf die Stelle und es passiert nichts. Und deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, dieses Buch abzubrechen. Ich werde es aber trotzdem hier behalten, weil ich das Buch einfach wunderschön finde und vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich es dann doch nochmal lesen werde. Genau. Habt ihr schon mal Bücher abgebrochen oder wurdet ihr schon mal sehr enttäuscht von Büchern? Schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!